Hallo, jetzt kommen wir auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Ja, die Transferphase war vorbei. Wir haben unter anderem ja noch Ocampos geholt von Sevilla für 33 Mio. Heute spielen wir gegen die Spurs in der Liga, also in der Premier League. Und danach haben wir hier ein Duell, ich weiß gar nicht, wie das Team heißt. Wir gehen mal kurz in die Paarungen Anzeigen rein. Gegen Bristol Rovers. Okay, gegen die Bristol Rovers. Die haben ein interessantes Logo, um ehrlich zu sein. Irgendwie so ein Typ mit so einem Schwert auf einem Fußball drauf. So. Interessantes Logo auf jeden Fall. Gibt es hier irgendwelche Top-Duelle in der dritten Runde? Arsenal, West Ham, okay. Aston Villa, Fulham, joa, ganz nett. City, Liverpool, wow, okay, das ist ein hartes Duell. City, Liverpool ist auf jeden Fall ein richtiges Top-Duell. Der Carabao Cup wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie einen Pokal gewinnen könnten, ne? Aber gut, ob das klappt oder nicht, werden wir sehen. Wir gehen auf jeden Fall rein ins Duell gegen die Spurs und hoffen mal auf einen weiteren ordentlichen Auftakt. Ich würde sagen, bisher ist alles okay, oder? War noch nicht der beste Auftakt, aber auch nicht wirklich schlimm, aber ich höre auf zu quatschen, gehen wir rein hier. Kommen wir zur Aufstellung von Southampton an. Bijlow im Tor, dann Laird, Tuan Sebe, Martinez Quadra und Lowe in der Viererkette. Shorter, Maiten Knights und Pajero im Dreier-Mittelfeld, De La Vega, Raul Jimenez und Lucas Ocampos ganz vorne. Für Lowe auch das Startelf-Debüt. Ist irgendwie so eine Mischung hier aus Engländern und Argentiniern, ne? Und dann noch ein, zwei andere Nationen, aber sonst sind wirklich die meisten Engländer und Argentinier bei Southampton. Tottenham mit Lloris, Dorothy, Rodon, Jimenez und Reguilón. Toni Kroos und Koke im ZDM. Valverde, Ndombele, Heung-min Son und Harry Kane ganz vorne im 4-2-3-1-System. Also Tottenham stellt schon allein nominell von den Namen Jimenez, Koke, Kroos, Valverde, die da alle in den letzten Jahren dazugekommen sind. Ein monströses Team. Lloris immer noch im Tor. Haben einfach mit Maximiliano noch einen super Backup-Keeper. Aber nun gut. Tottenham die großen Favoriten, trotzdem schauen wir mal, ob Southampton hier eine Chance hat. Shortire, der Ball war super gespielt auf De La Vega. De La Vega flach rein und Jimenez, der Schuss ging leider gegen den anderen Jimenez. Raul Jimenez auf José María Jimenez. Auf jeden Fall jetzt hier die Ecke. Tuan Sebe kam da ran, aber der Kopfball war gar nichts und der Tottenham-Spieler da hat sich eben den Fuß gebrochen bei seiner Abwehraktion. Hier sehen wir Tuan Sebe. Dann sehen wir da vielleicht nochmal den Tottenham-Spieler. Ah, da sehen wir den. Ja, es ist Dorothy. Der hat sich die Eier oder seinen Fuß oder sonst was gebrochen bei der Aktion da. Valverde jetzt hier rüber gespielt. Lowe hat den echt noch im Spiel gehalten. Pajero, oh, die Grätsche von Koke. Trotzdem bleibt Southampton im Ballbesitz. Jetzt hier Jimenez, der Ball war überragend gespielt. De La Vega mit dem Schuss und dem Treffer für die Saints hier. 1-0 für Southampton. Wichtig. Also da war Tottenham komplett offen hinten. Ich weiß auch nicht, warum die so offen da hinten waren. Raul Jimenez auf jeden Fall mit der richtigen Vorlage auf Pedro De La Vega, der am Ende ruhig und cool geblieben ist, um den hier reinzumachen. Also ihr seht es ja, die komplette rechte Seite offen. Verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht, warum Tottenham da so offen steht bei der offensiven Power, die Southampton da auch hat. Zweites Tor in der fünften Partie für Pedro De La Vega. Und 1-0 überraschend hier für dem FC Southampton. Spielt den Ball auf Jimenez, der leitet den gleich weiter. Und da hat De La Vega wieder ganz viel Platz. De La Vega, aber Lloris war noch dran. Oh, gefährlich die rechte Seite bei Southampton. Eckball. De La Vega auf Shorter. Shorter nochmal auf De La Vega gespielt. Pedro De La Vega will den selber abziehen, aber Hugo Lloris hatte damit keine Probleme. Pedro De La Vega mit dem Ball hier auf die Seite. Lowe kommt mit. Aber da ist Lloris. Da ist Lloris. Es bleibt gefährlich. Ocampos. Lowe. Pajero. Jimenez gut weitergegeben auf Shorttire. Lloris hält den. Oh, das hätte das 2-0 sein können. De La Vega. Ecke wieder mal kurz gespielt. Das macht Southampton ganz gerne. Mit der Hacke jetzt hier. Pedro De La Vega. De La Vega lupft ihn rein. Ja, das war nichts. Tuan Sebe. Pajero. Oh, der Ball auf De La Vega war super gespielt. De La Vega lupft ihn da jetzt rein. Und Jimenez! Oh, der wollte spektakulär. Der wollte spektakulär machen. Ndombele jetzt hier. Son und Kane spielen sich den hin und her. Die kennen sich natürlich auch seit Jahren. Der Ball war gut gespielt. Die Grätsche von Laird, aber es ist Vorteil hier. Jetzt Reguilón, der Schuss auf Kane. Und wo ist bitte Bijlow? Wo steht denn der bitte? Was war denn das für ein schlechtes Stellungsspiel vom Keeper? Aber das ist bitter, wir sind sowas von die bessere Mannschaft gegen die Spurs, aber die sind halt eiskalt, ne? Die sind halt eiskalt, wir gucken mal, Reguilón wird hier gefoult, bleibt auf dem Ball, Bijlow rückt da ein bisschen weg, ich weiß nicht warum.
wenn er einfach dort bleibt, wo er ist, dann... Naja, 1-1 leider erstmal. Die Spurs sind back, Tottenham ist back. Aber Spurs lösen sich super. Martinez Quarta stark gemacht, jetzt hier Tuan Sebe. Die Spurs pressen und das sehr erfolgreich. War das Abseits? Nein, sagt der Ref. Und es steht 2-1 plötzlich für Tottenham. Boah, ist das hart. Die Spurs schlagen spät in Halbzeit 1 und sehr früh in Halbzeit 2 zu. Das ist einfach die Qualität, die sie haben. Hier das Pressing von den Spurs. Alle direkt rein, dann die Übersicht. Heung-min ist dort. Bijlow kann da nichts mehr machen. So ist das Leben eben. 2-1 Tottenham. Die haben halt eben den Qualitätsunterschied in ihrem Kader. Shorter. Ocampos lief da richtig gut. Und das ist eine Riesenchance. Ocampos. Macht das gut. Gut. Ah, der Ball landet irgendwie bei Jimenez. Er kann nicht zum Abschluss kommen. Bitter. Henderson mit dem Pass hier. Der war richtig gut gespielt. Pallejo kriegt den Ball da aber nicht verwertet. Dorothy. Geht gleich in die andere Richtung. Nein, weil Lowe da war. Lowe. Spielt den rüber. Noch ein Pass. Und oh, Jimenez kommt nicht zum Abschluss. Kane. Oh, es wird gefährlich. Tottenham. Zu viel Platz. Son. Heung-min Son. Spielt den nochmal rüber. Luke Shaw hier. Die Möglichkeit jetzt reinzuspielen, das ist gefährlich. Saar. Heung-min Son. Ja, das war's. 3-1. Das war das Ende. Hat da zu viel Platz. 3-1 Tottenham. Boah, nochmal komplett rüber gespielt. Super Übersicht auf Luke Shaw. Heung-min Son, Harry Kane, Schuss war nichts. Da war so viel mehr drin. Oh, aber Tottenham bleibt im Ballbesitz. Das darf doch nicht wahr sein. Harry Kane. 4-1. 4-1 Spurs. Zerschießen uns jetzt. Ja, willkommen in der Premier League, Southampton. Ne? Das ist nicht die Championship. 4-1. Harte Klatsche, Leute. Eine sehr harte Klatsche. 4-1. Boah, tut weh. Vor allen Dingen, weil wir in Halbzeit 1 das bessere Team waren. Dann dieser späte Gegentreffer. Das 1-1 war der Knackpunkt. Und in Halbzeit 2 hat uns Tottenham dann einfach zerstört. Es ist bitter. Wir gucken auch gleich mal auf die Tabelle, was das für Auswirkungen hatte, ne? Boah, das war eine harte Niederlage. Und vor allen Dingen, diese erste Halbzeit war so gut eigentlich von uns, ne? Aber das bringt ja nichts. Du musst beide Halbzeiten gut spielen. Wir sind Platz 16, ne? Es wird gegen den Abstieg gehen. Was anderes ist wahrscheinlich nicht drin, aber so ist das halt. Nächstes Duell ist jetzt hier gegen die Bristol Rovers im Carabao Cup. Gucken wir mal, ob wir hier etwas erfolgreicher spielen können. Gucken wir uns die Aufstellung von den Bristol Rovers an. Belshaw im Tor, dann Anderson, Kilgore, Harris, Holy, Grant, Evans, Brown, Clark, Collins und Finlay. Das Ganze in einem 4-2-3-1-System. So spielt hier der Drittligist Bristol Rovers. Sind hier natürlich der krasse Außenseiter, spielen gegen Southampton mit Shaw im Tor, Livramento, Dragusin, Maton Dardai mit seinem Debüt, Parsons, dann Maiden Knights, Reggie Wilson, Mwepu, Ayoze Perez, Dolan und Dilep ganz vorne in der Sturmspitze. 4-3-3-System beim FC Southampton. Der hohe Ball jetzt rein, aber Dragusin kann den klären. Ayoze Perez, Wissen, Dilep läuft da jetzt durch. Dilep mit der großen Chance, Perez läuft mit. Dilep spielt den rüber. Boah, ist das schlecht gespielt. Ist das schlecht von Dilep gespielt. Der Pass in die Mitte auf Dilep. Dilep wird nicht gefoult, auch wenn sie es versucht haben. Jetzt hier Dolan, stark. Dolan mit dem Abschluss, aber Belshaw hält den. Die Ecke jetzt hier Perez. Dolan im Dribbling. Spielt den da ab. Maiden Knights schießt, aber der wird abgefälscht. Und auch das, ja, klares Vorspiel am Keeper. Jetzt hier auf rechts Perez. Der passt hier nochmal rüber. Dilep mit seinem linken, aber Belshaw hält den. Jetzt hier Howell. Das könnte mal gefährlich werden. Bristol jetzt hier auf dem Weg nach vorne. Evans. Ja, sie kommt vielleicht jetzt hier irgendwie zur Schusschance und der Ball ist drin. Finlay mit dem Treffer. 1-0 Bristol. Oh, peinlich, wenn Southampton hier ausscheiden sollte. Das wäre richtig peinlich.
sehen wir es nochmal. In Bedrängnis, aber hier, er kann einfach abziehen. Das ist nicht gut. Sam Finlay mit seinem zweiten Tor in der dritten Partie, aber was ganz wichtig ist, Brandon Wilson nach seinem Kreuzbandriss, nach seinem zweiten in seiner ganz jungen Karriere mit 20 Jahren zwei Kreuzbandrissen, ist er wieder back. Welcome back, Brandon Wilson, wir brauchen dich gerade auch. Dolin hier jetzt hier auf Wilson. Wilson, nein, der Schuss wurde abgeblockt, nochmal abgelegt, aber der Ball war nicht gut abgelegt. Aber der Klärungsversuch vom Keeper da auch nicht. Dolin dazwischen, Mwepu. Perez aus der Drehung, aber der ist nicht drin. Gibt nicht mal Ecke. Dafür klären sie es ganz schlecht. Nochmal abgelegt, Perez auch nicht drin. Oh. Wir müssen Gas geben, wir müssen rankommen. Das darf nicht sein, dass wir hier ausscheiden. Wenig Zeit für Southampton, wirklich sehr wenig Zeit. Parsons. Was ein schlechter Pass. Parsons hier jetzt am Ball. Es muss nach vorne gehen. Dragusin. Dragusin auf die rechte Seite. Livramento. Dieser Pass war gut. Wilson. Oh, Wilson verarbeitet den nicht. Wilson verarbeitet den nicht, aber was macht denn der Keeper da? Mwepu hat den Ball. Muss ihn nur noch reinschießen. Oh, ist das wichtig. Was macht der Keeper da bitte von Bristol? Was macht der Keeper von Bristol da denn bitte für einen Scheiß? Er schenkt hier Southampton das 1-1. Ey, ich glaube, wir hätten es so nicht mehr gemacht, weil wir sind verzweifelt. Aber was macht der Keeper da? Kommt dann da nicht mehr ran und Mwepu macht ihn dann sicher rein. Wichtige Aktion. Aber wir müssen weiter pressen. Ich will das 2-1 irgendwie noch. Ich will das 2-1. Parsons fast dazwischen. Boah. Aber wir müssen natürlich aufpassen, nicht das 2-1 selber zu kassieren. Ja. Boah, es wird gefährlich. Schau, komm bitte raus. Die Grätsche ist daneben. Sie spielen es nochmal gut und er schießt seinen eigenen Mann an. Deswegen geht es jetzt erstmal in die Verlängerung. Das war heftig. Es geht direkt ins Elfmeterschießen. Stimmt, wir sind ja im Carabao Cup. Boah, hart. Nee, Onocho soll als Drittes schießen. Dann passt das schon. Gehen wir ins Elfmeterschießen, Leute. Shaw gegen Clark. Shaw hält den ersten nicht. Okay. Perez. Macht ihn rein. Wichtig. Shaw gegen Westbrook. Und der an die Latte. An die Latte. Mate Knights. Mate Knights macht ihn nicht rein. Ah, Anderson gegen Shaw. Shaw muss da nicht mal ran, weil der daneben ist. Onocho. Du willst ihn noch gewaltvoll reinballern, oder? Onocho. Macht ihn rein. Boah, der Keeper wäre da fast rangekommen. Shaw. Shaw muss da wieder nicht ran. Und jetzt ist es Mwepu. Mwepu. Er hat uns erst überhaupt zurückgebracht. Der kann ihn jetzt reinmachen. Enoch Mwepu. Macht ihn rein. Wichtiges Ding. Wichtiges Ding. Es ist Enoch Mwepu, der uns heute echt rettet. Ne? In der 90. Minute diesen Treffer. Und jetzt im Elfmeterschießen. Auch dieser wichtige, wichtige Treffer, der hier zum Sieg führt. Schön. Wir sind weiter, aber das wirklich mit einigen an Struggeln verbundenen Aktionen hier. Ne? Der Enoch Mwepu schön reingeklatscht, das Ding. Wichtig. Einfach mit Kraft, so dass der Keeper da nicht so viel Chance hatte. Selbst wenn er da hingesprungen wäre, schwierig. Puh, wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, muss man sagen. Wir waren zwar besser, aber am Ende musst du halt die Tore machen. Und wenn der Keeper nicht so patzt, dann machen wir wahrscheinlich kein Tor mehr. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, Leute, wir gucken auch gleich mal, wer der nächste Gegner dann wird, ne, im EFL Cup, im Carabao Cup. Es ist der FC Arsenal. Okay, Arsenal dann der nächste Gegner. Na gut, Leute, ich verabschiede mich fürs Erste. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.